Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris mit dem neuen DLC Ancient Relic Story Pack. Ihr wollt mehr sehen und mal zu Let's Play verpassen und dann abonniert doch meinen Kanal. So, ich habe ein neues Aufstiegsvorteil und zwar technologischer Aufstieg. Forschungsgeschwindigkeit plus 10%. Seltene Technologien tauchen nun zu einer Rate von 1,5 des normalen auf. Dies ändert eine Wahrscheinlichkeit von 1% auf 1,5. Forschungsgeschwindigkeit ist immer mit dabei, immer nice. Starten wir hier gleich weiter durch. Bam, 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 bam. Keine Zeit verlieren. Lass nicht, Kolonieschiff ist am Start, wird kolonisiert. Boom. Wird sich weiter ausbreiten. Das ist nice. Hier unten wird weiter erforscht. Was laber ich denn? Nicht erforscht. Wird weiter ausgegraben. Sehr, sehr schön. Construction complete. Du Ressource. 40. Ein Traum. So, wo geht's weiter? Die Ausbreitung. Fraktion gegründet. Das ist nicht so toll. So, knallen wir noch mal ein paar raus. Tundra-Welt. Da kannst du mal hier hin. Bam, was haben wir jetzt? Kleptomane Schranken. Es gibt eine Ordnung inmitten des von den Ratten verursachten Chaos. In einem etwas offiziell... offizieller, meine Güte. Außerdem im Gebäude im Stadtzentrum befindet sich eine digitale Liste jedes einzelnen Objekts mit seiner Herkunft. Chrom Fehlinterpretationen. Bah, Alter. Der beabsichtigten Verwendung sowie einige äußerst hilfreichen Hinweisen, wovon sie zu finden sind. Der Replikator, der als ein Dingsbumsmacher mit magischen Kräften beschrieben wird, hat seinen Platz rechts neben der lilafarbigen Schleife der Kaiserin, direkt unter dem Schnauzentupfer auf der vierbeinigen Box mit dem lustigen Gesicht, wo auch immer das ist. Kurios. Ha, witzig. So, habe ich irgendwas verpasst? Dranbleiben. Okay. Construction complete. Sehr schön. Und baue hier mal die Bergsparstation und dann kannst du gleich mal weiterziehen. Anomaly found. Erforschen. Gut. Scientific breakthrough achieved. Was haben wir denn? Jetzt kommst du, Kolonisierungsgeschwindigkeit. Geht es hier fixer? Construction complete. Silizium-Lebensform unter der kargen Oberfläche von Kundius 3a gibt es ein weitreichendes Tunnelnetzwerk in den eine Art von unterirdischer Silizium-basierter Lebensform lebt. Soweit wir das sagen können, ernähren sie die Kreaturen vom Fels. Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass sie über eine Rhodiumform von Intelligenz verfügen. Durch ihre Tunnelgraberei haben sie große Mengen wertvolle Mineralien. Oberfläche. Bam, plus 3. Oh, ein Traum. Gleich mal hier durchstarten. Hole ich mir das als erstes.
Anführer. Guter Boy, gibt es ja nochmal Glühbirne? Nein, gibt es nicht. Waffenreichweite. Ausweichen. General. System Survey complete. 55%, okay. So. Scientific breakthrough achieved. Die Nachbrenner sind am Start. Rockets. Also, dann kommt ihr dran. Bam. Our ships have been made superior. Sehr, sehr nice. Bam. Kleptomanische Ratten, es geht weiter. Das Ausgrabungsteam hat die Ursache für den unangenehmen Gestank entdeckt. Näher vom Zentrum der Stadt befindet sich riesige Haufen getrockneter Fäkalien und Becken vollzähliger ätzenden Galle. Die giftige Schwefelwasserstoffkonzentration absonderten und Sauerstoffmasken erforderlich machen. Die Archäologen konnten die fremde DNA der Fäkalien nicht identifizieren, aber die Haufen enthalten teilweise verdaute Hamsterer. Was auch immer diese Aliens zu sich nahmen, sie verschlucken es als Ganzes. Noch beunruhigender allerdings ist die Entdeckung eines frischen Haufens. Oh. Na, bravo. Na, bravo. Anomaly found. Sehr schön. Der District steht. Bauen. Bauen, bauen, bauen. Gut. Asteroidenfauna während der Erkundung von LR95498 hat die Besatzung der HM Mary Plummer verblüffenderweise Lebenszeichen aus dem Inneren des Asteroiden erfasst. Im Fels scheint es eine Kolonie größerer steinfressender Würmer zu geben, die den Asteroiden mit Tunnel durchzogen hat. Diese einzigartigen Lebensformen haben sich irgendwie an ein Leben in der Kälte des Weltraums angepasst. Interessant. Gut, 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 gut. Stoßen schon mal. Ja, wolle, wolle, wolle. Sehr gut. Da werden die Städte ausgegraben. Minus 20. Coole Sache. Scientific breakthrough achieved. Gut. Hydrokultur. Kostenanführer. Guti, guti, gut. Construction complete. Sehr schön. Bergbau und dann nach Forschungsstation. Erlasse. Fangszuwachs, Anführer, Recyclingkampagne, Gesundheitskampagne, Wachstumsgeschwindigkeit, Bewohner. Okay. Hier. Erforschen. Dum, 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 dum. Das Motel der Kaiserin. Im Zentrum der Stadt, im Blick auf den Hauptplatz, befindet sich ein großer, angeblich geschmückter Palast mit einem grellen Neonschild, das sich Motel der Kaiserin liest. Darin befindet sich prunkvolle Klammern, die bis zum Rand mit Schätzen gefüllt. Ach,
Kammern, meine Güte, die bis am Ende am Rand mit Schätzen gefüllt sind, von denen aus die Kaiserin und ihr Rat regierten. Dort war kostbarer Republikator zu verteidigen versuchten. Mit etwas Glück ist der Republikator immer noch an seinem üblichen Platz bei der lilafarbigen Schleife der Kaiserin zu finden. Jawoll. Wird erforscht. Sehr schwer. Uiuiui. Okay. Passt. Passt. Anführer. Da haben wir wieder einen Gustl. Mit 5. Nehmen wir. Gucken wir mal. Technologie. Sozial. Tun wir hier. Verfügbar. Anführer. Wo ist der? Hier, du kommst weg. Jawohl. Gut, 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 gut. We have established a new planetary base. Jawohl. Sehr schön. Können wir hier bauen? Können wir hier bauen? Ein Traum. Landwirtschaftsdoktrin. Normal. Kommst du auch dazu? Bauen, bauen. Sehr, sehr nice. Gut. Bist da am Bauen. Pam, 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 pam. Sehr schön. Level up. Realisierungsgeschwindigkeit, ja, immer gut. Die Geschütze. Nicht. Der Markt nicht hier. Och, Mann, ey. Damals, ja. 500 Credits. Schlüsse des Mysteriösen. Ich bin mal auf die großen Artefakte gespannt, hey. Ja, war richtig, richtig nice. Construction complete. Ein Traum. Construction complete. Jawohl. Anzahl der Bewohner 10. Okay. Yes. Brauchst ewig, ewig lang, ey. Für deine Hardcore-Forschung. Ein merkwürdiger Umstand. Eine Erkundungstrupp hat auf Bantir Prime eine verborgene Fabrik gefunden. Die Architektur und der Grad ihres Verfalls lassen auf eine alte Zivilisation zurückschließen, die sich vortrefflich auf dem Bau extrem haltbarer Gebäude verstand. Unsere Bevölkerung konnten die Einrichtungen problemlos zur Steigerung der kolonialer Produktion benutzen. Wo ist das Ding? Construction complete. Was ist denn da? Krallen aus der Leere. Aus dem Nichts ist ein knurrender, zischender Teufel erschienen. Mit einem einzigen Hieb seiner riesigen Klauen riss er das archäologische Shuttle, das Ausgrabungsteam
Team und den Replikator zu Understained Blue Marsh zurückbrachte, auf und drückte den Replikator heraus. Es scheint, als hätten wir endlich den Angreifer der hamsternden Ratten getroffen. Der Drache muss von ihren unzähligen Schätzen angezogen worden sein und scheint im königlichen Palast genistet zu haben, um sich an ihren toten Körpern zu nähren. Vielleicht war er auf der Jagd, vielleicht hat er uns aus der Ferne beobachtet, als wir die Ruine ausgraben haben und nur auf den richtigen Moment gewartet. Es scheint etwas in unsere Richtung zu knurren. Übersetzt die Geräusche, leitet Ausweichmanöver ein. Archäologische Stätte abgeschlossen. Eine archäologische Stätte innerhalb unseres Reiches wurde vollständig ausgegraben. Eingehübertragung. Die Ratten machten nur quietsch, quietsch, quietsch. Dann machten ihre Knochen knirsch, knirsch, knirsch. Jetzt ist es an euch, das Innere von Shards Bauch zu kitzeln. Ja, ihr wart böse, meine Kleinen. Der Replikator gehört hart. Bitte tötet uns nicht. Gebt uns den Replikator sofort zurück. Plötzlich sind die Flügel des Drachen um die Kran dran gewickelt und sein dampfender Atem beschlägt die vordere Scheibe, während der mit seinen wahnsinnigen geschlitzten Augen ins Innere blickt. Wie ist er so nah gekommen und lächelt er etwa? Warum erregt ihr meinen Appetit, meine Kleinen? Er schnurrt und leise und stürzt sich dann mit aller Kraft und fresslingen Zähnen auf die Grand Dragon. Our science ship has been ambushed. Verdammt. Sieht man den irgendwo? Da ist er ja. Das ist eine Station. Was ist mit dir? Das ist eine Bergbaustation, okay. Das ist auch eine Bergbaustation. So, hier sind lauter Distrikte. Oh. Minus 6 Sozialforschung. Ah, dichte Ruine. Okay. Die Archäologen bereiteten sich schon auf der Abreise vor, als sie auf einen großen verborgenen Kammer stießen, die mit Artefakten, abgenannten Knochen und einer beträchtlichen Menge frischer Sabber gefüllt war. Dort unter einem gebrauchten Nasenschutzlappen der Kaiserin auf einem vierbeinigen Tisch mit einem Schnitzwerk eines Gesichts, das sie als wirklich witzig empfunden haben, stand der Replikator, der Dingsbumsmacher, genau dort, wo er sein sollte. Ein kleiner, unbedeutender, aussehender Würfel, der einen kontinuierlichen Strom von Artefakten erfordert. Der Replikator ist ein Replikator, eine geniale Alien-Erfindung, mit der nahezu jedes Artefakt endlos repliziert werden kann, und bald schon gehört er uns. Das auf dem Planeten stationierte Team befindet die Rückreise in die Sicherheit des Schiffs. Zum Glück werden wir nie erfahren, was die Hamster angegriffen hat. Ja. Achlungsstätte wurde vollständig ausgegraben. Ja, das war einmal, nicht? Schad. Okay. So, wie lange hast du noch? Der mysteriöse Mond von Molsir Prime.
Jetzt, wo sich die Gegebenheiten auf Mozilla Prime etwas gelegt haben, wurden einige Datenunregelmäßigkeiten festgestellt. Insbesondere scheint der Mond Molsia 3a nicht mit entferntesten aus einem ähnlichen Material wie Mozilla Prime zu bestehen. Das wiederum deutet darauf hin, dass er nicht zur gleichen Zeit erschaffen wurde, sondern ursprünglich anderswo entstanden ist und zu einem späteren Zeitpunkt erst irgendwie von der Schwerkraft von Mozilla Prime erfasst wurde. Woher Mozilla 3a kam, ist derzeit ein Rätsel. Situation log updated. So. Hier hauen wir. Wir dich mal rein. So, dann haben wir hier das für die Folge auch geschafft. Oh, schade, 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 dass wir hier den Schad gefunden haben, der uns unseren Top-Archäologen kaputt gemacht hat. Nichtsdestotrotz geht es bald wieder weiter. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus.